Joa, jetzt kann ich eigentlich anfangen zu reden. Ich spreche das sowieso hinterher nochmal nach für YouTube. Für alle, die es eventuell irgendwie interessiert. Das hier ist letztlich nur eine Aufnahme von meinem letzten Streaming-Test, wo ich es erfolgreich nicht geschafft hatte, meine Stimme mit aufzunehmen. Daher muss ich jetzt das quasi nochmal nachträglich machen. Und quatsch einfach über alles, was jetzt kommt. Nein, natürlich nicht über alles. Ich kommentiere das einfach nur ein bisschen. Und wir schauen mal, was so alles passiert. Und ich gucke nochmal, wie toll ich doch gespielt habe in diesem Video. Ich habe sicherlich an dieser Stelle irgendwie erwähnt, dass es mir nur darum geht, nochmal zu testen. Morgen vor dem eigentlichen Hauptstream, der angedacht ist, gegen etwa dieselbe Uhrzeit des Tages, nur halt dann samstags, werde ich natürlich hoffentlich vorher auch nochmal kurz einen Test machen, ob Stimme und alles zu hören ist und ob ich wirklich alles richtig gemacht habe. Nicht, dass ich dann 2 Stunden spiele und niemand hört mich. Das wäre natürlich total dämlich. Für die 15 Minuten von dem ersten Test, beziehungsweise letzten finalen Test, ich sag mal, generalprobenmäßig, die ist jetzt schiefgegangen, heißt ja der erste Auftritt und so, das wird dann super werden. So, kurz leise sein. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2.500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil, der mächtige Hühnerschrecken. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? So, hier durften wir dann endlich mal spielen. Ne? Zack. Und die Kontrollen sind dieselben schön, also dieselben schön, genau, dieselben wie auf der Xbox, da ich ja auch mit Xbox-Controller am PC spiele. Für jeden, den es interessiert, das Video hier wird ja relativ zeitnah hochgeladen. Das Spiel ist dieses Wochenende, also vom 7.7. bis zum 9.7. circa bei Steam als Gratis-Wochenende erhältlich. Also wer es testen will, gerne jetzt sofort runterladen und mal spielen. Es macht bei solchen Spielen und auch in den Filmen immer den Eindruck, dass Menschen, Elben und Co. Immer unglaublich viel besser sind in Kämpfen als diese blöden Orks. Und trotzdem sind die Orks so bedrohlich. Das ist etwas komisch. Vielleicht einfach,
weil sie so viele sind. Die vermehren sich halt wie Kaninchen. Hier lernen wir gerade die Exekution von bösen Orksen. So, da waren wir erst etwas verwirrt und mussten erstmal den Gegner suchen. Aber ich muss sagen, nachdem ich das Spiel komplett auf der Xbox durchgespielt habe, aber auch da war es ein harter Krampf am Anfang, die Steuerung drauf zu haben halbwegs. Bin ich doch relativ fit noch gewesen, fand ich. Das wird sich dann sicherlich morgen geben, wenn es daran geht, mal gegen ernsthafte Gegner zu kämpfen. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, Brot. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Der Tod hat dich verstoßen. So, jetzt wird wieder was gelernt, nämlich Schleichen. Mensch, auch das braucht man in diesem Spiel. Und hier kommt so ein bisschen Herr der Ringe-Charme rüber. Mit der Musik, mit der Sonne. Etwas anders als das Spiel an sich ist. Etwas düsterer, grauer. So, jetzt noch mal los. Tanz am Strande von Anfallas, schlaf in silbrig Mondenschein, verschaff dir selbst manch goldenes Jahr mit vielen Kostbarkeiten. Triff Halbling, Elf und Zwergengar. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Den Spruch kannte sie schon. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib so, hier. Jetzt gilt es, das Schleichen vernünftig einzusetzen. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Ne? Wir sollten wie Krieger kämpfen, anstatt Leichen zu lassen. Und zack. Toter Tag. Köstlich. Und noch ein Zack. Erstmal schön gegen Bretter laufen. So, und dann geht's rund. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Oh, wow.
Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Du treibst uns zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Tja, ich habe gerade gebannt zugeschaut. Entschuldigt bitte, jetzt durfte ich ja wieder reden quasi. Das ist eigentlich schon der ganze Test gewesen. Für euch vielleicht gar nicht so spannend. Ich habe mich gerade wieder direkt... Nein, anders. Ich fange anders an. Ich war gerade direkt wieder gefesselt von diesem Spiel. Letztlich können wir damit sofort einsetzen ins richtige Spiel. Ich hoffe, ich habe mittlerweile rausgefunden, wie ich alles einstellen muss, dass auch Ton und Co. übertragen wird. Webcam lassen wir mal noch raus, weil ich habe unter anderem gar keine. Die müsste dann entsprechend noch besorgt werden, irgendwann vielleicht. Aber auch erstmal noch gar nicht geplant. So, Lautstärke habe ich auch noch pfiffigerweise ein bisschen runtergedreht, damit man mich auch hören kann. Und ich würde sagen, an der Stelle könnte man eigentlich auch alles schon beenden, denn viel mehr kommt nicht. Ich freue mich in jedem Fall drauf, morgen dann zu streamen. Eventuell habe ich auch gleich schon Lust, je nachdem wie so die Tagesplanung aussieht. Da muss ich jetzt gleich nochmal recherchieren sozusagen, was mein Tag noch so für mich bereithält. Theoretisch könnte ich also auch heute schon noch streamen, aber erstmal schnippel ich in jedem Fall hier Video, also Aufnahme und mein Gequatsche von jetzt quasi noch zusammen und lade das dann auch instant hoch. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche und vielleicht ist dann hinterher ja noch Zeit. Ich verabschiede mich an der Stelle und ihr dürft gern das Video bis zum Ende gucken. Oder es lassen, eigentlich passiert überhaupt nichts Spannendes mehr. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich hasse diesen windigen Schrack, der die Übungsarenen leitet.